Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir wollten hier runterspringen. Also wollten wir das tatsächlich? Ich weiß es nicht, ob wir es wollten, aber wir müssen hier runter. Und dann geht's hier weiter. Wir wollten eigentlich zu den Minen. Wir sind über so ein Ding so rüber geklettert, sind runtergefallen, sind gestorben. Dann haben wir geladen. Sind nochmal runtergefallen, sind nicht gestorben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Und du bist voll Scham. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Templegate ausbrach, erkannte Papa Knoss in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam dem Herrn und Papa Knoss und besonders deinem Diakon Laird, Laird? Gott und sein Prophet lieben dich. Okay. Lernen wir also diesen Laird bald kennen, scheinbar. Lass mich raten, gleich werde ich wieder gepackt oder so. Ach, da lebt noch jemand. Oh, der soll mir echt wegbleiben, ey. Krieg schon wieder Blitzherpes, wenn ich den sehe. Ich lade mal eben nach, Leute. Wenn du mich anpackst, brech ich dir die Nase. Boah, noch jemand. Was ist los bei den Leuten, ey? Entschuldigung, haben Sie eine Batterie? Ah, nice, danke. Oh, was? Ih, pack mich nicht an, habe ich gesagt. Wow, noch jemand. Angekotzt auch noch, alles klar. Das verspricht ein guter Tag zu werden, ey. Oh, shit. Ich gehe dann mal. Ah, ich muss mich heilen, okay. Was macht er jetzt mit der Bandage? Die Kotze verbinden oder was? Gehe ich gerade zurück? Ne, hier ist noch ein Lagerfeuer. Verfolgt mich einer? Nee, ich dachte. Oh, noch einer, ey. Ich habe noch nicht mal alle Tassen im Schrank. Gut, ich versuche erstmal möglichst schnell wegzukommen. Moin, lass mich in Ruhe. Ich renne einfach vorbei, was soll der Geiz? Gibt's denn noch irgendwie was Interessantes? Da ist eine Bandage drin. Okay, hier muss ich nochmal rein. Hinten war auch noch eine Hütte, ne? Oh, sogar eine Batterie und eine Bandage. Nice. Warte, ich muss mich, glaube ich, nochmal heilen. Habe ja eben nochmal einen Schlag abbekommen. Ach du Heilige, ey. So, es gab ordentlich Batterien jetzt hier in letzter Zeit. Komme ich hier auch raus? Ja. Ich überlege tatsächlich nochmal ein Stück zurückzugehen. Hier ist nämlich noch eine Hütte. Komme ich unter durch? Oh! Das war jetzt nicht so cool. Wieso hat der Typ mich denn auf einmal wieder zurückgezogen? Na gut, komm, ich hau ab. Oh, das würde ich gerne aufnehmen. Ne, was würde ich gerne aufnehmen? Das da. Was machen die denn da? Ich habe gar nicht erkannt, das war aber wieder der Typ mit seinem Kind oder was? Oh Mann, irgendjemand schlägt mich hier. Was? Ich habe mir nur ein Video angeguckt, Mann. Was bist du denn für eine Kackvogel, ey? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich muss hier rüber, oder? Ich komme da nicht rüber. Ey, wenn der Typ mich jetzt fertig macht. Was soll ich denn machen? Lass mich mal in Ruhe, Junge! Ey, so viele Bandagen habe ich noch nie benutzt. Was ist das denn für ein Stalker? Yo! Alter! Junge! Und jetzt kommt auch noch einer und beißt mir ins Bein, oder was? Nein, Mann.
Muss ja hier oben jetzt irgendwo langkommen, oder nicht? Geht's aber nicht weiter. Doch, hier hoch. Sag das doch. Muss ich mir jetzt nochmal heilen? Ich habe keine Verbände mehr. Ich habe gerade alle Verbände genommen, ey. Wow. Nur wegen diesem einen Typen. Was ist das, was ist das für ein Psycho? Du blutest, du musst einen Verband finden. Ja. Schön. Wow. Bitch slap. Oh Mann. Gut, ich muss schon wieder nachladen. Ey, der Typ war aber echt richtig krass aufdringlich. Was habe ich dem denn getan? Ey, ich muss einen Verband finden. Boah. Dem gehe ich nicht zu nah, der beißt mir dann wieder ins Bein oder so eine Scheiße. Soll mich einfach in Ruhe lassen, die ganzen Leute hier. Oh, fuck me! Hör doch mal auf, mit Feuerpfeilen nach mir zu schießen, ey. Was ist denn falsch bei dir? Ah, ist klar. Es gab aber keinen anderen Weg, oder? Boah! Es geht einfach los und direkt kommt der Pfeil geflogen. Oder der Bolzen. Ich glaube, dass der Typ eine Armbrust hat, oder? Oh Gott, ich bin in der Sackgasse. Es gibt aber keinen anderen Weg. Ich muss an ihm vorbeirennen. Oh Gott. Laufen. Ah, nicht der schon wieder. Nee, das ist ein anderer. W? Ja, ich drück W eigentlich. Oh mein Gott. Psychos. Nee, kann ich dazu nicht sagen. Lass mich. Mach auf den Lurch, er geht nicht auf. Ah, nicht. Nein. Oh, ja. Reicht nicht, dass der Typ mich ankotzt? Nein, er muss mir noch zu Tode prügeln. Okay, also ich muss an diesem einen Psycho mit seinem Kind vorbeirennen. Und dann nach links offensichtlich. Ich muss ihn erstmal hier irgendwie ablenken. Ich bin keine süße Blume. Lass mich in Ruhe. Okay, und weg hier. So, da ist der Typ wieder. Den kicke ich diesmal aber direkt weg. Oh! Sackgasse? Ah, oh, was war denn da jetzt schon wieder? Nicht der schon wieder. Ah, warte, hier ist so ein schmaler ES. Geh doch! Ich bin jetzt, wow. Ich bin wieder in der Schule. Jess, komm zurück! Okay, sie ist da vorne rein. So langsam wird's ein bisschen strange. Aber so langsam erst. Ist sie hier rein oder ist sie um die Ecke gerannt? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist sie offensichtlich nicht drin. Da ist sie. Sie ist nach links. Wir sind hier nicht allein, okay? Was will sie mir sagen? So, sie ist hier rein. Wir schauen aber hier hinten nochmal nach. Es könnten nämlich überall irgendwelche tollen Sachen sein. Zum Beispiel Batterien. Oder irgendwelche Schriftstücke. Ich weiß zwar nicht, warum auf der Toilette eine Batterie sein sollte, aber Leute. Die Logik ist hier nur Nebensache. So, sie könnte jetzt wieder überall sein. Hier ist nichts in dem Raum. Gut, gehen wir drüben rein.
Hier ist nur ein Bildschirm. Ah, okay, hier kann ich irgendwas machen. Ah, der gute alte Bildschirm schon. Erkennt ihr den noch? Der war super. Das Labyrinth. Den konnte man dann tatsächlich, glaube ich, sogar auch spielen. Ich weiß gar nicht, Windows 98 oder 95. Ich weiß nicht mehr, wo der drauf war. Herrlich. Eine Batterie, sehr schön. Ich bräuchte aber mal Bandagen, obwohl irgendwie bin ich jetzt auf wundersame Art geheilt worden, seit ich hier in diesem komischen Parallelding hier bin. Nun gut. Okay. Dann gehen wir an den Bildschirmschoner. Das ist eine E-Mail von Shelley Parham an, ich weiß es nicht, Jessica Gray Field Trip. Pater Porcari. Ich ließ Fräulein Gray heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Laudermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich, und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu gehabt, und ihre Mutter, was ihre Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meinte Pater Laudermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte, und ich stimmte zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Ist euch mal aufgefallen, dass die Klammer aufgegangen ist und nie zugemacht wurde? Wollte es nur nochmal sagen. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschein recht peinlich als offensichtliche Fälschung zugesehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley. Okay. Also sie durfte nicht mit auf den Schulausflug. Und deswegen hat sie sich umgebracht? Keine Ahnung. Da vorne ist jetzt die Tür offen. Ach ne, auf dem Klo war ich eben schon. Irgendwo anders jetzt eine Tür aufgegangen oder so? War das schon offen? Okay, ich gehe wieder zurück. Mir doch egal. Ah, okay, die Tür war eben noch nicht offen. What the fuck? Da ist sie. Don't go. Die Sache ist, weiß nicht, ich nehme hier mal irgendwas auf, aber ich höre ja sowieso nichts. Keine Ahnung, er sagt auch nichts dazu. Sonst gibt er zu jedem Scheiß seinen Senf ab, ey, aber wenn ich nichts verstehe, dann will er auch nichts sagen. Vielleicht versteht er es selber auch nicht. Eine weitere Batterie. Batterietechnisch sind wir gut aufgestellt, denke ich. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber so eine Bandage wäre halt schon sehr sexy, ne? Was ist das überhaupt für eine Schule? Und was ist mit diesem Bild hier? Ah, die Batterie geht gleich schon wieder leer. Nice, noch eine Batterie. Boah, ich werde hier echt mit Batterien zugeschissen. Auf der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich so laufen, dass es jetzt erstmal die ganze Zeit schön dunkel bleibt, ne? Wenn man so viele Batterien bekommt, hat das ja auch meist irgendwie einen Grund. Und eine Bandage, nice. So, da könnte ich jetzt rein. Gehe ich aber erstmal noch nicht. Hier ist nichts. Sekunde, wir laden nach. Es soll ja hell bleiben, wenn wir hier schon mal die Gelegenheit haben, mit so vielen Batterien uns einzudenken. Dann nutzen wir die auch alle. Noch eine Batterie. Warte. Ah, alles klar. Also, wenn ihr Batterien braucht, geht in die Schule. Scheint zu wirken. So, hier ist es hell. Was wird. Okay, hier kann ich nicht ran. Wieso ist denn hier Licht? Ist sie hier reingegangen? Gut, wir müssen hier lang. Tür ist auch offen. Ach ne, sie ist hier rechts lang gerannt, ne? Da ist wieder eine Nachricht. Ist schon creepy, ne? Wenn hier irgendjemand so singt im Hintergrund, ey. Alles klar.
Strangle. Okay, das heißt, ja. Muss ich da wieder das passende Äquivalent zu finden? Ich weiß es nicht. Es muss irgendwie eine christliche Schule sein. Allein wie viele Kreuze hier an den Wänden hängen, ey. Meine Güte. Oh, da ist der Raum vom letzten Mal und dort. Soll ich da wieder nach oben? Ehrlich jetzt. Kannst du bitte die Kamera nehmen und die... Danke. Alles klar, ich bin jetzt wieder... Ja, war klar, oder? Bin jetzt schon wieder in irgendeinem felsigen Ding. Und ich habe keine Ahnung, wie es hier abgeht, ey. Leute, okay, lasst uns an dieser Stelle einen Cut machen für heute. Schön, dass ihr wieder mit am Start gewesen seid hier bei Outlast 2. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich immer freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr morgen wieder am Start seid, bis dahin, haut ihr rein und macht euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.